Hey, ist Banks. Willkommen zum zweiten Video. Erstmal will ich mich bedanken bei so vielen, die mir echt korrekte Nachrichten geschickt haben. Ich habe es noch nicht geschafft, alle Nachrichten zu beantworten, werde das aber natürlich tun. Also ich freue mich über jede Nachricht. Kuss geht raus. Ja, es kamen ziemlich viele Fragen zu dem Verfahren und also wie es weitergeht und auch zu meiner Vergangenheit. Für mich liegt aber erstmal die Priorität darin, sachlich über Chemiegras und allgemein das Thema Legalisierung aufzuklären, damit auch wirklich jeder, der davon betroffen sein könnte, davon mitbekommt und da offene Fragen geklärt werden, aber auch ja, politischer Druck erhöht wird. Was sind synthetische Cannabinoide? Ja, synthetische Cannabinoide sind künstlich hergestellte Substanzen, die der Wirkung von Cannabis ähneln können. Sie sind aber in ihrer Wirkweise und Intensität keinesfalls mit den Phytocannabinoiden der Cannabispflanze vergleichbar. Deshalb gehe ich jetzt mal kurz auf die Unterschiede zwischen Phytocannabinoiden und synthetischen, also künstlich hergestellten Cannabinoiden ein. Ja, die Phytocannabinoide der Cannabispflanze sind partielle Agonisten an den körpereigenen Cannabinoidrezeptoren. Es gibt ein Endocannabinoid-System in unserem Körper, das wurde damals entdeckt, als die Phytocannabinoide erforscht wurden und ist Teil des Nervensystems. Die Phytocannabinoide haben sehr unterschiedliche Wirkungen, teilweise auch entgegengesetzt oder sich gegenseitig modulierend. Ich erkläre das Ganze mal an den zwei bekanntesten Cannabinoiden, nämlich THC und CBD. THC ist ein sogenannter Agonist und führt zu dem, ja, wie wir alle kennen, den bekannten High-Effekt. CBD ist ein sogenannter Antagonist, reduziert die Effekte des THC und hat selbst keine psychoaktive Wirkung. CBD hat somit einen modulierenden Einfluss und schützt vor negativen Effekten auf die Psyche oder verringert diese, die THC auslösen kann. Neben CBD und THC gibt es noch über 100 weitere Cannabinoide in der Cannabispflanze, deren Eigenschaften auch alle weitestgehend unerforscht sind. Es gibt da noch 120 verschiedene Terpene, auch alle mit unterschiedlichen pharmakologischen Eigenschaften. Also das Potenzial in der Cannabispflanze ist riesig für die Medizin. Im Gegensatz zu den Phytocannabinoiden sind die synthetischen Cannabinoide Vollagonisten und wirken auch ohne die modulierenden Eigenschaften von Antagonisten. Kurz nach der Dokumentation im Januar hat ein Labor auch ein Video zu Chemiegras gemacht und ich finde, der Toxikologe beschreibt das da sehr gut, auch eine bildliche Art, wie man sich den Unterschied zwischen Cannabis und synthetischen Cannabinoiden in der Wirkweise vorstellen kann. Wie an so einem Lichtschalter im Vergleich zum Dimmer. Die synthetischen Cannabinoide, die drehen das Licht auf einen Schlag voll an. Die Phytocannabinoide, die drehen das so langsam hoch auf 50% und eben nicht auf volle Leistung. Unter dem Sammelbegriff der synthetischen Cannabinoide versteht man mittlerweile einen ganzen Pool an psychoaktiven Stoffen. Es werden ständig neu entwickelt. Keiner weiß so richtig, was auf dem Markt alles verfügbar ist. Viele dieser Stoffe sind strukturell gar nicht mehr mit den klassischen Cannabinoiden verwandt. Mittlerweile gibt es synthetische Cannabinoide, die über 600 Mal so stark wie THC sind. Und wenn mehrere synthetische Cannabinoide kombiniert konsumiert werden, potenziert sich die Wirkung. Warum strecken die Dealer ihr Gras damit? Das könnte man in wenigen Worten sagen. Eigentlich, Geld regiert die Welt. So ist es leider. Der Cannabismarkt ist extrem gewachsen in den letzten Jahren. Gerade durch Corona gab es nochmal einen ziemlichen Boost. Der Markt geht auch hin dazu, dass jeder Haze haben will. Gerade durch die Musikindustrie, die das ziemlich gepusht hat. Und immer wenn die Straße mich mal ruft, muss ich wieder los und roll das Haze in mein Paper. Doch sag mir bitte, wann hab ich genug? Alle rufen dann, doch ich roll Haze in mein Paper. Hochpotente Haze-Trains anzubauen ist aber nicht so lukrativ für die Gruppierungen, die in diesem Markt Milliarden machen. Wie minderwertiges Gras oder auch CBD zu nehmen und synthetisch aufzubereiten. Wird natürlich die Gewinnmarge optimiert, wo auch immer es geht, auch zulasten der Gesundheit der Bevölkerung. Das ist ähnlich wie in der normalen Wirtschaft auch, nur dass es hier eben keine Regulierung gibt und die Leute, die hier Geld verdienen, auch komplett anonym sind und ja, oft auch nicht wirklich Skrupel haben. Das in Deutschland und Holland angebaute Cannabis reicht natürlich nicht für den riesigen deutschen Markt. Es wird viel auch aus dem Balkan mittlerweile oder aus Spanien, aus Südamerika auch mittlerweile viel importiert. Hat dann nicht so einen hohen THC-Gehalt meistens, sieht optisch nicht so wie das klassische Holland-Haze, wie man sich es vorstellt, aus. Und dann werden da eben verschiedene Stoffe drauf geklatscht, um
Holland Haze draus zu machen. Da hat dann jede Gruppierung so ihr eigenes Rezept. Das ist auch, denke ich mal, relativ schwer, aber Produktentwickler nenne ich das mal, wahrscheinlich Chemiker oder so, die sich damit gut auskennen und dann eine eigene Zusammensetzung machen. Die Optik wird optimiert durch eine chemische Behandlung. Das Gras wird heller gemacht und dass dieses klassische Giftgrün hat. Die Konsistenz und das Harz wird imitiert durch Bestandteile von Klebern, Kunststoffe etc. Diese Kunst- und Klebstoffe haben auch noch einen zusätzlichen Effekt, nämlich dass sie auch high machen. Auch die Kristalle im Bad können imitiert werden. Es kann die Wirkung verstärkt werden durch synthetische Cannabinoide. Das Einzige, was relativ harmlos ist, sind Terpene, die zugesetzt werden, damit der Geruch intensiviert wird. Ein zusätzlicher Effekt davon ist, dass das Cannabis deutlich schwerer wird. Je nachdem, wie viel Streckmittel man verwendet, kann das sich auch verdoppeln. Dadurch werden natürlich auch die Einkaufskosten extrem gesenkt. Durch das Strecken von Cannabis, unter anderem mit synthetischen Cannabinoiden, wird aber nicht nur die Gewinnmarge erhöht, sondern auch der Umsatz im Gesamten vergrößert. Im Gegensatz zu biologischem Cannabis kann Chemo-Heist auch körperlich abhängig machen. Also unter anderem Entzugserscheinungen, aber auch den sogenannten Craving-Effekt, also dass der Konsument nicht einen Joint raucht und sagt, okay, ja gut, jetzt ist gut, sondern eben immer mehr nachlegen will. Und auch wenn er merkt, dass es für ihn gerade nicht mehr gut ist, trotzdem mehr und mehr und mehr. Weil es, wie gesagt, den Effekt bei normalem Cannabis nicht gibt, erhöht sich das Abhängigkeitspotenzial und dadurch die Höhe der Konsumenten oder beziehungsweise jeder Konsument konsumiert dann auch mehr und gibt mehr Geld in den Markt aus. Und wenn eine Gruppierung im Markt mit sowas anfängt, müssen natürlich auch alle nachziehen, weil wenn die Leute einmal süchtig nach den synthetischen Cannabinoiden oder nach dem Chemie-Cocktail, besser gesagt, süchtig sind und man kommt dann mit normalem biologischem Cannabis, was eigentlich viel hochwertiger ist, bekommt man dann Absagen, weil das ja zu schwach ist. Weil wenn die Leute einmal Chemo-Heist gewöhnt sind, dann wollen sie auch nichts anderes mehr. Das befriedigt die Leute dann in ihrem Suchtverhalten einfach nicht mehr. Welche Gefahren gehen davon aus? Ein großes Problem ist das erhöhte Psychoserisiko gegenüber normalem Cannabis. Der aus Ulm stammende Professor Maximilian Gahr hat sich zu der Zahl der wegen Cannabis induzierter Psychosen in Ulm behandelter Patienten geäußert. Diese habe sich im Zeitraum von 2011 bis 2019 verachtfacht. Er vermutet das stärker gewordene Gras und das Chemiegras als Ursachen der immer häufiger auftretenden Psychosen und spricht von einer erhöhten psychischen Toxizität. Es ist auch in der Suchtpsychiatrie relativ neu, dass man weiß, dass Cannabiskonsum eine klassische neurobiologische Abhängigkeit machen kann, mit allem, was dazugehört. Wachsende Toleranz also und Entzugserscheinungen und Craving und weitermachen, obwohl man weiß, dass einem das schadet. Niederländische Forscher kamen in einer Studie zu dem Ergebnis, dass bei 2% aller Cannabiskonsumenten im Laufe ihres Lebens Angstzustände mit Halluzinationen und Wahnvorstellungen in Erscheinung treten. Neuere Studien legen nahe, dass Cannabis eine Psychose alleine nicht auslösen kann, die Symptome einer bisher verborgenen Psychose aber verstärken kann. Die niederländischen Forscher kamen auch zu dem Ergebnis, dass unter den Konsumenten von synthetischen Cannabinoiden rund 11% unter Halluzinationen und Wahnvorstellungen litten. Die Studie stammt allerdings aus 2015 und ich vermute, dass die Zahl jetzt noch deutlich höher liegen wird. Die Studie wurde damals durchgeführt mit Konsumenten von Spice etc., die damals auch wussten, was sie konsumiert haben und deswegen wahrscheinlich auch vorsichtiger konsumiert haben. Hinzu kommt auch noch, dass die damaligen synthetischen Cannabinoide eine viel geringere Toxizität wie die aktuellen hatten. Das BKA spricht neben den Psychosen und Wahnvorstellungen auch von Kreislaufversagen, Ohnmacht bis hin zum Ausfall vitaler Funktionen und von aggressiven Reaktionen und unkontrollierten Übergriffen auf dritte Personen, was für normales Cannabis absolut untypisch wäre. Also Cannabis macht einen ja im Normalfall nicht aggressiv, sondern im Gegenteil, friedlich. Man hört ja immer wieder, dass Cannabis nicht tödlich sein kann. Das stimmt auch, aber das Verbot von Cannabis ist tödlich. Es sind doch schon Todesfälle im Zusammenhang mit synthetischen Cannabinoiden bekannt. Die Dunkelziffer wird hier aber deutlich höher liegen. Die Langzeitfolgen durch chronischen Konsum sind zwar noch nicht erforscht, ersten Erkenntnissen nach sind die gesundheitlichen Risiken aber enorm. Es wird vermutet, dass synthetische Cannabinoide sowohl krebserregend sind, als auch das Gehirn und das Herz nachhaltig schädigen können. Eine amerikanische Studie hat bereits den Verdacht auf ein erhöhtes Herzinfarktsrisiko von synthetischen Cannabinoiden verfestigt. Erklärungsansatz sind hier die Endocannabinoid-Rezeptoren sowohl an den Gefäßen als auch am Herzmuskel. Außerdem haben synthetische Cannabinoide mutagene, also erbgutverändernde Auswirkungen und senken die kognitive Leistungsfähigkeit. Auch diese Langzeitfolgen werden selten in kausalen Zusammenhang mit gestrecktem Cannabis gesetzt. So
sowohl von medizinischer Seite als auch von den Konsumenten selbst. Woran kann ich es erkennen? Das ist natürlich eine gute Frage. Das ist natürlich wichtig, wenn ihr gerade mal shoppen gehen wollt und ihr fragt euch, wie kann ich es erkennen? Die klassischen Streckmittel von früher wie Haarspray, Zucker, Vogelsand, was auch immer es da alles gab, das konnte man noch einigermaßen gut erkennen unter dem Mikroskop. Das Problem ist, dass synthetische Cannabinoide weder vom Geruch noch von der Optik in irgendeiner Art und Weise erkennbar wären. Ich habe mich schon mal durch ein paar Foren im Internet durchgelesen und man kann grob sagen, dass pro Kilogramm Cannabis zum Strecken so 2 bis 3 Gramm synthetische Cannabinoide in etwa verwendet werden. Bei so wenig Wirkstoff ist es natürlich sehr schwer, das auf dem Cannabis zu finden. Das können nur wenige Labore in Deutschland mit der hochauflösenden Massenspektrometrie. Aber wie sieht es mit Schnelltests aus, die man im Internet kaufen kann? Die können nur eine bestimmte kleine Gruppe an Substanzen dann eben nachweisen. Und das sind nicht unbedingt immer die aktuellen Substanzen. Das nächste ist, dass diese Teste in der Regel die sind eigentlich alle für Urin gebaut. Erfahrene Konsumenten können Chemiegras allerdings an der Wirkung von biologischem Gras unterscheiden. Wie vorhin schon angesprochen, tritt die Wirkung von Chemiegras schon nach wenigen Sekunden oder Minuten auf einen Schlag ein. Die Wirkung von sauberem Gras langsam und sanft. Eine zweite Herangehensweise, um synthetische Cannabinoide auszuschließen, ist es, andere Streckmittel zu identifizieren. Auch wenn sie in Kombination mit anderen Streckmitteln verwendet, die man dann wiederum beispielsweise am Geschmack, der Optik oder unter dem Mikroskop erkennen kann. Wie weit verbreitet ist Chemiegras? Am 3.3., also schon wenige Wochen nach der Weiß-Doku, stellte die Fraktion Die Linke bereits eine Anfrage an die Bundesregierung. Die Linke wies die Bundesregierung auf die Weiß-Beiträge und generell das Problem der synthetischen Streckmittel auf Cannabis hin und fragte, ob das Ausmaß des Problems bekannt sei. Die Bundesregierung hat geantwortet, dass sie ja im Prinzip gar nichts dazu weiß. Um einschätzen zu können, wie weit verbreitet Chemiegras ist, sollten wir uns erstmal den gesamten Cannabismarkt in Deutschland anschauen. In einem Schwarzmarkt gibt es natürlich keine belastbaren Zahlen dazu. Wir können uns den Wert aber grob herleiten, wenn wir uns den kalifornischen Markt anschauen, wo Cannabis bereits seit einigen Jahren legalisiert ist. Die Los Angeles Times hat für das Jahr 2019 sowohl den legalen als auch den illegalen Cannabismarkt für Kalifornien prognostiziert. Der jährliche Umsatz wurde im legalen Markt auf 3,1 Milliarden und im illegalen Markt auf 8,7 Milliarden beziffert. Wenn wir den jährlichen Cannabis-Umsatz von Kalifornien auf Euros umrechnen, liegen wir bei knapp 10 Milliarden. Wenn wir diesen Wert dann 1:1 auf die Bevölkerungszahl von Deutschland umrechnen würden, wären wir bei einem jährlichen Cannabis-Umsatz von knapp 21 Milliarden. Ich bezweifle aber, dass der Konsum pro Kopf in Kalifornien genauso hoch liegt wie in Deutschland. Um das Ganze aber faktenbasiert einschätzen zu können, vergleichen wir die kalifornische Altersstruktur mit der deutschen. Weil Statistiken eindeutig zeigen, dass der Cannabiskonsum in der jüngeren Generation deutlich höher liegt. Die Kalifornier sind im Median 34 Jahre alt und die Deutschen 47 Jahre. Um uns dem tatsächlichen Wert anzunähern, ziehen wir einfach nochmal geschätzt 20% ab, wo wir dann gerundet bei immer noch 17 Milliarden Euro pro Jahr liegen. Was bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis von 10 Euro pro Gramm 1700 Tonnen im Ergebnis sind. Unter so einer Zahl kann man sich aber natürlich nichts wirklich vorstellen. Weshalb ich sagen würde, wir rechnen das mal in Joints um. Ich denke mal, seine Joints können wir auf jeden Fall nicht als Durchschnittswert nehmen. Aber zum Glück hat der Kriminologieprofessor Craig Ridgway von der University of Pennsylvania bereits eine groß angelegte Studie zum durchschnittlichen Grammgehalt eines Joints durchgeführt und kam dadurch zu dem Ergebnis, dass ein Joint im Durchschnitt 0,32 Gramm Cannabis enthält. Was im Ergebnis bedeutet, dass in Deutschland jährlich 5,3 Milliarden Joints geraucht werden. Das würde sogar bedeuten, dass wenn wir Deutschen uns zusammentun würden, wir selbst Wiz Khalifa in den Schatten stellen könnten. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Joint im Durchschnitt 9 cm sind und wir statt den 5,3 Milliarden nur einen einzigen Joint bauen würden, dann würde dieser von der Kuppelspitze des Bundestages bis zum Mond und dann noch 8-mal um ihn herum reichen. So viel zur Verdeutlichung, aber mal zurück zum Thema. Wenn der jährliche Cannabisumsatz in Deutschland bei 17 Milliarden Euro liegt und dabei 1700 Tonnen umgesetzt werden, wie hoch in etwa ist dann der Anteil von Chemiegras? Da schauen wir mal in die Schweiz. Hier hat das Drogeninformationszentrum Zürich 91 verdächtige Cannabisproben getestet. Davon waren über 50% mit synthetischen Cannabinoiden versetzt. Auch der Frankfurter Verein Basis hat fast 600 eingeschickte Cannabisproben getestet, von denen über ein Drittel mit synthetischen Cannabinoiden versetzt waren.
Leider geben diese Tests aber keine Hinweise darauf, ob die negativ getesteten Cannabisblüten sauber waren oder andere Streckmittel enthielten, auf die sie nicht getestet wurden. Im Gesamten schätzt der Toxikologe Dr. Fabian Steinmetz, dass ganz grob geschätzt 10% des deutschen Cannabismarkts mit synthetischen Cannabinoiden gestreckt ist. Aber selbst 10-20% bedeuten, dass ca. 170 bis 340 Tonnen Cannabis in Deutschland verseucht ist, was millionenfache Vergiftungen zur Folge hat. Was tut die Politik dafür, die Bevölkerung zu schützen? Die Frage kann sich auch einfach mit nichts beantworten, weil es mich aber so schockiert, wie die amtierende Regierung auf die Gesundheit von Millionen von Cannabiskonsumenten scheißt, um es mal auf den Punkt zu bringen, habe ich unserer Bundesregierung ein extra Kapitel gewidmet. Willkommen zur Chronologie der Verantwortungslosigkeit. Ich fange mal von vorne an. Vor einigen Jahren ist mir und meinen Jungs beim Rauchen aufgefallen, okay, das ist krass, irgendwas ist komisch damit. Irgendwann kam mir dann die Idee mit der Doku, bin nach Berlin gefahren, hab da geklopft, hab gesagt, hier sieht's aus, lass uns doch mal eine Doku darüber drehen. Sommer 2020 dann endlich die Doku an zwei verschiedenen Drehtagen gedreht. Beim zweiten Drehtermin hieß es dann auch, dass Weiß einen Termin beim BKA für Anfang September hat. Es war wohl ein Interview mit dem BKA-Sprecher in Wiesbaden geplant, es wurde aber wegen Corona abgesagt und das BKA hat nur eine schriftliche Stellungnahme geschickt. Das belegt, dass das Bundeskriminalamt spätestens im September 2020 von der Chemiekrass-Epidemie wusste. Am 4.1. kam dann noch endlich die Doku, wo ich dann unter anderem das hier gesagt habe. Ihr seid Chemie-Junkies, ohne es zu wissen. Also die Wirkung, die ihr habt, ist kein natürliches High, sondern künstliches. Daraufhin gab es zahlreiche Beiträge in den Medien, auch wenn die eigentliche Message etwas zu kurz kam. Aber das Prinzip Emotion vor Information hat sich anscheinend auch bei den Qualitätsmedien etabliert. Der Deutsche Handverband und Dr. Kramer vom Laborverbund LADR haben auch durch ergänzende, sehr informative Beiträge dazu beigetragen, die Bevölkerung aufzuklären. Teilweise hat die Politik auch zeitnah reagiert. Die Drogenbeauftragte von Land Berlin hat beispielsweise eine Warnung herausgegeben und die linke Fraktion hat schon wenige Wochen nach der Doku eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt zur Verbreitung von Chemiegras. Unsere Bundesdrogenbeauftragte hat es dann erst Ende April hinbekommen, eine Pressemitteilung herauszugeben. Also nachdem sowieso jeder Bescheid wusste und mindestens 7 Monate nachdem das BKA nachweislich in Kenntnis der Chemiegras-Schwemme war. Ich würde sagen, wir schauen trotzdem mal in die Pressemitteilung rein. Gefährliche Entwicklungen auf dem Rauschgiftmarkt. Warnungen vor Cannabisprodukten mit synthetischen Cannabinoiden. Ja, das hört sich schon mal gut an. Das Problem wurde anscheinend immerhin erkannt. Polizei und Zollbehörden im In- und Ausland stellen vermehrt Haschisch und Marihuana sowie E-Liquids sicher, die einen geringen THC- oder auch CBD-Gehalt aufweisen, jedoch mit synthetischen Cannabinoiden versetzt wurden. Allein im ersten Quartal 2021 stellte der Zoll über 150 Kilogramm dieser gefährlichen Mischung bei der Einfuhr aus der Schweiz sowie den Niederlanden sicher. Ich würde sagen, den Spaß lassen wir uns nicht nehmen und wir rechnen mal nach, wie viel Prozent das beschlagnahmte Cannabis in etwa vom gesamten Chemiegras ist. Zurück zu den Zahlen von vorhin, wenn wir hier die konservative Schätzung von 10% nehmen, also 170 Tonnen Chemiegras pro Jahr, dann haben wir im Ergebnis ganze 0,35% konfisziertes Chemiegras. Gratulation an Bundeskriminalamt und Zollkriminalamt. Jedes Gramm Drogen weniger ist ein Erfolg und aktiver Gesundheitsschutz. Schließlich sind Cannabis und neue psychoaktive Stoffe alles andere als harmlos. Man sieht, dass hier ihre Priorität daran liegt, die gesundheitlichen Risiken von Cannabis mit denen von synthetischen Cannabinoiden postfaktisch auf eine Stufe zu stellen. Getarnte synthetische Cannabinoide, beispielsweise auf äußerlich harmlos erscheinenden CBD-Produkten, bergen ein immens hohes gesundheitliches Risiko. Somit halte ich viel davon, Cannabis und neue psychoaktive Stoffe auch weiterhin zu verbieten und sich, statt in Legalisierungsdebatten zu verstricken, lieber verstärkt mit wirksamer Prävention auseinanderzusetzen. Im Video mit Open Mind habe ich aus Spaß erwähnt, dass ich eigentlich Frau Ludwig einen Grundkurs Logik aus dem Philosophiemann schicken sollte. Deswegen habe ich jetzt wirklich einen Grundkurs Logik organisiert und schicke ihr den zusammen mit einer Stellungnahme. Dass die Legalität von Cannabis weder logischen Kriterien folgt, noch die Ziele erreicht, die sie zu erreichen vorgibt, sehe ich ja nicht alleine so. Den kennt ihr bestimmt aus Dokus und aus den Medien. Sebastian Fiedler, Vorsitzender des Bund der Kriminalbeamten. Meiner Meinung nach eine der wenigen Personen, die öffentlich auftreten und eine realistische Sicht auf die Kriminalität in unserem Land haben. Der Bund der Kriminalbeamten hat sich auch zum Cannabisverbot geäußert und dieses als Zitat weder intelligent noch zielführend bezeichnet. Ganz viel Liebe für diese korrekte Feststellung.
Aber zurück zu Frau Ludwig. Die Bundesregierung hat wohl auch eine nationale Strategie zur Drogen- und Suchtpolitik beschlossen. Inwiefern die Zielsetzungen dieser Strategie mit dem Umgang der Bundesregierung mit Chemikras in Einklang stehen, weiß wohl nur Frau Ludwig selbst. Statt Suchtprävention fördert die Illegalität von Cannabis-Sucht erst, weil gestrecktes Cannabis ein wesentlich höheres Abhängigkeitspotenzial besitzt. Statt einer Schadensreduzierung führt die Prohibition zu wesentlich höheren gesundheitlichen Risiken und macht Cannabistote überhaupt erst möglich. Auch der Punkt Beratung ist kritisch zu hinterfragen, wenn im Jahr 2021 Dealer die Jugend aufklären müssen. Die Beschlagnahmungen im 10%-Bereich führen faktisch zu keiner Angebotsreduzierung. Aber wenn die nationale Strategie beim Thema Cannabis nicht so gut läuft, vielleicht läuft sie ja bei einer anderen Droge, wie Alkohol zum Beispiel. Weil Alkohol so ein wichtiges Thema in unserem Land ist, ist das natürlich auch Chefsache. Und die Erfolgsstatistik kann sich sehen lassen. 6,7 Millionen Deutsche mit Alkoholkonsum in gesundheitlich riskanter Form. Davon 1,6 Millionen alkoholabhängig. Jährlich 74.000 Alkoholtote, was den Steuerzahler 57 Milliarden kostet, also pro Jahr. Aber leider saufen die Deutschen schon so viel, dass da auch nicht mehr geht. Deshalb exportieren wir unser Erfolgsmodell am besten noch ins Ausland. Vor dem Hintergrund eines stagnierenden heimischen Bierkonsums setzt die Brauwirtschaft auf den Export. Die Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft TTIP sei für Deutschland und Europa von besonderem Interesse. So die Bundeskanzlerin. Sie appellierte an die TTIP-Gegner, über die Chancen für deutsches Bier nachzudenken. Man könnte es ja als verwerflich ansehen, dass sich die Bundeskanzlerin in ihrer Vorbildsfunktion beim Konsum der zweittödlichsten Droge, also nach Tabak, öffentlich zeigt. Aber ist ja zum Glück nur ein Einzelfall. Aber zurück zu unserer Chronologie. Wie sieht es denn aktuell aus? Meinen Informationen nach haben die Behörden sich so langsam die Gerätschaften angeschafft, um Cannabis aus synthetische Cannabinoide testen zu können. In den Medien gab es auch die ersten informativen und größeren Beiträge zum Thema Chemiegras. Die Politik ist zwar weiterhin untätig geblieben, es gibt aber die ersten Hoffnungsschimmer. Begründete Lauterbach seine Forderung damit, dass illegal verkauftes Cannabis immer öfter mit Heroin verunreinigt sei. Mit einer kontrollierten Abgabe ließe sich der Handel mit verunreinigtem Cannabis verhindern, so Lauterbach. Fast richtig, Herr Lauterbach. Die grüne Crack, so kann man das nennen. Erstmal Spaß beiseite, er hat da ein bisschen was verwechselt, aber es war trotzdem wohl die kompetenteste Aussage eines Mitglieds der Großen Koalition zum Thema Cannabis in der gesamten bisherigen Legislaturperiode. Was kannst du tun? Ja, diese Frage werde ich auf zwei verschiedenen Ebenen beantworten. Auf der einen Seite, was kannst du tun, wenn du Cannabis konsumierst in der aktuellen Situation? Und was können wir politisch bewirken? Wenn du Gras rauchst? Wenn ihr jetzt nicht gerade bei dem kauft, der selbst anbaut, dann kann ich euch bis zur Legalisierung nur dazu raten, mit dem Rauchen aufzuhören. Auch wenn ihr einen vertrauenswürdigen Dealer habt, die bekommen das meistens selbst aus dritter, vierter Hand und wissen selbst nicht genau, was sie verkaufen. Auf politischer Ebene. Gesellschaftlicher Fortschritt wurde schon immer durch die Auflehnung der jungen Generation gegenüber veralteten Strukturen erreicht. Deshalb lasst uns gemeinsam den politischen Druck erhöhen, damit den Worten auch zeitnah Taten folgen.